wenn du dieses Video siehst, wirst du entweder schon länger uns verfolgen und auf diese ganze Hetzkampagne aufmerksam geworden sein. Oder vielleicht hast du auch einfach nur dieses Bild, was über uns verbreitet wurde, im Internet gesehen. Dort wird uns vorgeworfen, dass wir ja Vergewaltiger seien, die ein 12-jähriges Mädchen unter Drogen gesetzt hätten und dann eben vergewaltigt hätten. Wir sind immer noch sehr schockiert über das, was hier passiert ist. Hier wird eine Schmutzkampagne gegen uns aufgezogen und mit ja absolut haltlosen Vorwürfen versucht, unsere Sicherheit in Gefahr zu bringen und persönliche Informationen über uns zu bekommen. Jetzt nach dem Verstreichen einiger Tage haben wir etwas Ruhe gefunden und wollen jetzt nochmal genauer darauf eingehen, was genau hier eigentlich passiert ist und wie wir damit umgehen. Ja, passiert ist, dass vor einigen Tagen bei Instagram also eine Story aufgetaucht ist auf einer anderen Instagram-Seite, die uns beschuldigt hat, wie du schon beschrieben hast, eben dieses Mädchen vergewaltigt zu haben. Und ja, wir waren erstmal ziemlich geschockt, hatten das auch selber gar nicht mitbekommen, haben selber das nur geschickt bekommen und haben dann auch bei uns direkt darauf reagiert, haben auch direkt das bei uns in die Story gepackt und eben gesagt, dass hier diese Sachen im Umlauf sind. Trotzdem haben wir uns erstmal nicht die krassesten Gedanken darüber gemacht, weil wir dachten, okay, das ist auf irgendeiner kleinen Internetseite oder so und das kriegt kaum jemand mit, weil das auch so absurd erstmal für uns war. Und dann wurde ich vor einigen Tagen auf der Münsterstraße hier in der Dortmunder Nordstadt beim Mittagessen, wurde ich plötzlich umringt von einer großen Menschenmenge, die mir vorgeworfen hat, dass ich eben Vergewaltiger sei und dass man jetzt also die Polizei dazu holen solle, um das jetzt zu klären. Das war eine sehr bedrohliche Situation, wo ja, es hätte auch gut sein können, dass ich direkt körperlich angegangen werde, aber ich konnte eben die Situation ganz gut beruhigen, dadurch, dass ich in Ruhe versucht habe zu erklären, was also der Hintergrund von dieser Situation ist. Und dann kam halt die Polizei dazu und ich habe dann auch Anzeige gestellt wegen Rufmord, wegen dieser ganzen Geschichte. Und wir müssen jetzt leider feststellen, dass sich diese Nachricht wie ein Lauffeuer auch teilweise in Schulen und so, speziell natürlich in der Nordstadt, weil das ja auch so gelabelt war mit hier Nordstadt und wer weiß den Wohnort und so, verbreitet. Und ja, wir versuchen halt einfach gerade möglichst wenig vor die Tür zu gehen, die Situation natürlich auch ein bisschen auszusitzen, weil das halt, ja, in unserem eigenen Viertel wir jetzt plötzlich nicht mehr sicher sind. Ja, und dementsprechend geht's uns auch. Also wir sind schon ziemlich fertig, weil es eine Situation ist, die wir so noch nicht gehabt haben. Wir sind eben seit vielen Jahren hier in Dortmund politisch aktiv. Wir haben verschiedene Sachen auch erlebt, auch in Konfrontation mit Nazis und alles Mögliche. Aber jetzt die Situation, dass man wirklich ja damit konfrontiert ist, dass jeder einem gefährlich werden kann, weil es eben dieses Gerücht im Umlauf ist, das ist schon sehr bedrohlich, ja. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum sollte jemand so etwas tun? Warum sollten diese Lügen über uns verbreitet werden, über einen, wir wissen noch nicht mal, ob es wirklich hier einen existenten Fall in der Nachbarschaft gab. Warum sollte jemand einfach ein Bild von uns nehmen und das behaupten und solche Lügen über uns verbreiten? Und die Antwort ist etwas komplizierter, als wir es vielleicht am Anfang dargestellt hatten. Wir sind davon ausgegangen, dass es einfach komplett ein von den Dortmunder Nazis, der Nazi-Szene hier aus Dortmund, eben vor allem aus Dorstfeld, fingierter Angriff gegen uns war. Dass diese Seite von ihnen betrieben wird und dass sie das einfach in dem Fall dann genutzt haben, ja, um ganz direkt an Informationen von uns zu bekommen. Die Seite wird von ja einer Art halbkriminellen Milieu von rechten Leuten betrieben, die mit der Dortmunder Nazi-Szene befreundet sind oder mit Einzelpersonen aus der organisierten Nazi-Szene. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es so abgelaufen ist. Natürlich können wir nicht 100% hinter die Kulissen gucken, dass eben von den organisierten Nazis entweder einfach nur gesagt wurde, hier, wir haben die Information, dass die da irgendwas gemacht haben, oder eben direkt gesagt wurde und die Leute, die auch hinter dieser Seite stecken, wissen, okay, das wird jetzt, wir geben euch diese Information, macht das doch einfach mal mit denen und schadet den Richtigen. Das können wir nicht sagen. So oder so ist es aber ein direkter und richtig perfider Angriff auf uns.
Wir versuchen auf jeden Fall auf allen Ebenen, die uns irgendwie zur Verfügung stehen, gegen diese Angriffe vorzugehen. Natürlich auch gerichtlich. Ich habe es gerade schon mal gesagt, dass ich eben in der Situation Anzeige erstellt habe. Und wir werden das auch unterstützen anwaltlich, dass also das wirklich verfolgt wird und nicht einfach nur so einfach versickert bei der Polizei. Und wir werden das auch zu 100% durchziehen, und zwar auf allen Ebenen, die uns möglich sind, ist, weil das darf auf keinen Fall einfach so unbeantwortet bleiben. Und wir möchten uns auch auf diesem Weg dann bei allen bedanken, die uns bis zu diesem Punkt schon unterstützt haben, die zahlreichen Jahrhunderten Nachrichten, die wir fast bekommen haben, wirklich überall wurde es schon verbreitet, und das ist super wichtig für uns, weil natürlich ein ganz wichtiger Teil jetzt die Öffentlichkeit ist für uns, dass wir also ja, dass eine Gegendarstellung zu dem liefern, was eben gegen uns im Umlauf ist. Und da ist es auch wichtig, weiter dran zu bleiben, dass wir also die Wahrheit weiter publik machen, jetzt eben noch mit der Unterstützung, dass man genau weiß, wer dahinter steckt. Und da möchten wir auch auf jeden Fall alle nochmal appellieren an euch, wenn ihr Kontakte habt in unterschiedlichste Kreise, überall bitte verbreitet ist, gerade auch in vielleicht sogar auch teilweise kriminelle Kreise oder so. Das hilft uns halt ungemein, weil wir vielleicht auch bei unserem Kanal das nicht direkt dieses Milieu vielleicht erreichen, und gerade da geht halt gerade die größte Gefahr aus, und ja, ich hoffe, dass sich das möglichst weit trägt. An dieser Stelle möchte ich auch eben nochmal genau euch ansprechen. Euch, die Leute, die diese Nachricht weiterverbreitet haben, die besonders empfänglich für so eine Art von Selbstjustiz sind, die verständlicherweise sehr emotional auf dieses ganze Thema reagieren. Warum mich das nochmal besonders so hart getroffen hat, dass auf diesem Weg gegen uns vorgegangen wurde, war, weil ich euch wirklich, wirklich gut verstehen kann. Ich selber habe damals, ohne nachzudenken, solche Nachrichten geteilt. Ich selber habe mich darin gesehen, Selbstjustiz gegen die auszuüben, die ja in dem Fall von Kindesmissbrauch, von Vergewaltigung gegen die sowieso schon Schwachgestellten in der Gesellschaft vorgehen. Ich selber kann wirklich gut verstehen, wie so viele Leute emotional darauf reagieren. An dieser Stelle möchte ich euch fragen, wollt ihr euch in eurer berechtigten Wut, in eurer berechtigten Empörung für so eine Lügenkampagne der Nazis einspannen lassen, gegen zwei Leute wie uns, die in diesem Fall nichts mit dem zu tun haben, mit einem Fall, von dem wir noch nicht mal wissen, ob er existiert. Wollt ihr weiterhin unbedacht diesen Post teilen und damit unsere Sicherheit in Gefahr bringen und den Leuten, die eben nicht auf eurer Seite stehen, ein weiteres Mittel in ihrem Kampf gegen ihre politische Gegner bieten? Und deswegen wünsche ich mir von all euch, die das geteilt haben, den mutigen Schritt zu gehen und es richtig zu stellen. Weil ich weiß selber, wenn man von etwas überzeugt ist, wenn man für etwas einsteht, aber erkennt, dass man dort einen Fehler gemacht hat, ist es die schwerste, aber auch die mutigste Tat, das einzugestehen und alles dafür zu tun, dass dieser Fehler nicht rückgängig gemacht wird, aber zumindest die Schäden gemindert werden können. Und dass alles in eine positive Richtung geht. Und das geht auch an alle euch, die vielleicht diese Seite unterstützt haben oder sogar selber irgendwo mal an so etwas mitgewirkt haben. Wenn ihr wirklich auch nur ein bisschen Anstand habt in eurem Kampf gegen so ein wichtiges Thema wie sexuelle Übergriffe, Kindesmissbrauch und Vergewaltigung, wenn ihr nur ein Fünkchen Anstand und Würde in diesem Kampf habt, dann möchte ich euch bitten, nicht bei dieser Scheiße jetzt hier mitzumachen und nochmal genau zu überdenken, wie ihr euren Kampf gegen diese unhaltbaren Zustände weiterführt. Ja, und an euch alle, die uns bis hier schon unterstützt haben, möchten wir nochmal appellieren,
dass wir dranbleiben, dass wir diese ganze Situation, die wirklich einer sicherlich der schwersten Situation in unserem Leben ist, dass wir diese gemeinsam durchstehen, aber nicht nur das, sondern dass wir wirklich diese offensiv nutzen, dass wir ganz klar machen, nicht nur, dass es eine Lügenkampagne ist und dass die Nazis uns hier zerstören wollen, uns als wirklich ein erfolgreiches Projekt aus linken Strukturen in Dortmund, wo sie eben wahrscheinlich sehen, dass unsere Inhalte Menschen erreichen, dass das, was wir machen, eben nicht bedeutungslos irgendwie vor sich hinschimmert, sondern dass das halt ein Projekt ist, was wir machen, gegen das sie eben vorgehen wollen, weil es eben Relevanz hat. Und wir wollen, dass wir gemeinsam aus dieser Situation gestärkt hervorgehen, eine Offensive gegen die Nazischweine machen, eine Offensive für unsere Perspektive, für unsere Sicht auf die Welt machen und gemeinsam das durchstehen. Und in dem Sinne, lasst uns die Ärmel hochkrempeln und den ordentlich Feuer im Hintern machen.